Hey Leute, hier ist Hunted. Ja, bei uns ist das World Boss Event vorbei und ihr seht, wir haben jetzt noch verbleibende 6 Tage, 6 Stunden Cooldown. Insgesamt sind es 7 Tage, wenn der Boss gerade fällt, bis das Event wieder von vorne beginnt. Und bei uns hat sich jetzt Gold und Mana etwas normalisiert. Ja, und in 7 Tagen startet dann die Runde von vorne. Man hat maximal 30 Tage Zeit, um den World Boss zu killen, aber ich denke, das sollte auf keinem Server ein Problem sein. Ja, als Belohnung gab es hier für mich 9 blaue Kisten. Da waren jeweils 100 Ehre drin. Heißt 900 Ehre. Mal gucken. Also, ich schätze mal, in den lila Kisten sind dann vielleicht 500 oder 1k Ehre drin. Ja, 900 Ehre ist jetzt nicht so viel. Na gut, aber besser als gar nichts. So, und ich wollte mit euch noch ein bisschen mit Medusa spielen. Sie macht echt Laune. Und meine ist ja leider erst Evo und bis Doppel-Evo wird es noch eine Weile dauern, aber ich stelle sie mir sehr, sehr stark vor auf Doppel-Evo. Erstmal seht ihr hier, wie schön schnell sie in der Arena ist. Und wenn jetzt der Proc perfekt der Stun drüben drin ist, dann ist sie sehr stark. Seht ihr auch die Valentina fast down und hat die Helden so lange verzögert, dass eigentlich nicht mehr viel schief gehen kann. Ja, ist jetzt kein Aries-Ersatz und ist auch nicht so stark, dass sie den Kampf beherrscht. Mal gucken, aber sie ist, wenn die Procs richtig kommen, eine sehr, sehr gute Hilfe. Hat aber den Nachteil wie Gargoyle, sie lädt die Gegner auf. Sie hat zwar diese schöne Energiereduktion, aber die kommt kaum zum Tragen, da ihr Proc die Gegner relativ fix wieder auffüllt. Da finde ich ihren Stun schon eher interessant. Ist zwar keine Lady Leo, die die Gegner im Stunlock hält, aber hier in der Arena, wenn sie denn als Erste am Schrein ist, kann so gut das gegnerische Team, was hier so auseinandergezogen wird, stoppen, wenn denn der Proc richtig kommt. Und da sehen wir jetzt beim Santa die Energiereduktion einmal. Das hat sehr gut funktioniert. Wurde auch nicht sofort wieder aufgeladen. Aber mal gucken, wird, denke ich, eine knappe Kiste hier durch die Santa-Procs. Und wir sind so lange im Aries. Ja, Debuff. Das hat nicht gereicht. Aber wir können nochmal Head-to-Head laufen. Ja, und wenn ich nicht so faul gewesen wäre, hätte ich die natürlich hier neu platziert. Aber gut. So, die gute wieder rein. Ja, zum World Boss kam die Frage, ist Paladin eine Option? Kann sein. Kann auch sein, dass ein Dreadrake eine Option ist. SK kann eine Option sein. Atlanticore scheint zu funktionieren. Aber ich habe keine genauen Infos, wie da der Ablauf ist und was hinhaut. Die Frage kam, hat Arktika. Es scheint so, dass der Freeze von Arktika nicht funktioniert. Also Medusa scheint der einzige Held zu sein, der den Boss versteinern kann, also in irgendeiner Form eine Debuff an ihn anbringen kann. Der Schlüssel scheint irgendeine Verlangsamungstaktik zu sein, aber scheinbar nicht die, dass der PD dort tankt, umkippt, sondern vielleicht eher die vom 57 Shard Dungeon, wer die noch kennt, wo der Boss den ersten Helden nie erreichen durfte. So, aber weiter geht's mit Medusa. Ja, ich hatte gestern schon einmal rerollt. Okay, ja, das sind meine Teams im Lost Battlefield. Ich habe Medusa zum Gargoyle gepackt. Ich denke, solange wie sie Evo 1 ist, machen ihre Ticks nicht genug Schaden und sie lädt die Gegner eher auf. Deswegen im Team, wo der Gargoyle eh auflädt, in der Hoffnung, dass sie die Gegner zuerst stunt und vielleicht so einen Aries-Proc unterbindet oder naja, mal gucken, wie es funktioniert. So viel habe ich mit ihr noch nicht im Lost Battlefield spielen können oder auch wirklich testen können. Wir schauen mal. So, aber das sieht gut aus. Und wir procken zuerst. Kampf vorbei. Und jetzt mal schauen, ob wir ihren Proc hier erkennen. Okay, kein starkes Team. So, da ist ihre Versteinerung. Okay, Energiereduktion sehe ich jetzt nichts. Aber gut, war klar, dass wir da nichts sehen. Der AC hat geprockt. Aber das soll kein Problem sein. So. Einmal habe ich vergessen, die Woche zu spielen. Aber mein Ziel sind immer so die 1000, Rang 1000 oder Platz 1000 oder beziehungsweise 1000 Punkte hier zu bekommen. Damit ich dann noch sehe, wie stark der erste war. Und die sollten wir jetzt sicher haben. So, mal schauen, ob wir jetzt, ja, ein bisschen stärkeres Team, Doppel-Evo-Helden. Da ist ihre Versteinerung gleich am Anfang natürlich ein starkes Start. Der Gargoyle hätte eh aufgeladen. Ich hoffe, dass wir jetzt. Boah, aber da kriegen wir noch ordentlich Schaden rein. Baum belebt wieder, aber das war's. Und wir haben die 1000 Punkte geknackt. Das war das Wochenziel. So. Okay, direkt gegen Aries, aber kein Dread Drake im gegnerischen Team. Sollte also passen. Sieht
gut aus. Ja, Hexer habe ich das Erquicken runtergeworfen, spielt jetzt mit dem Kriegsgott. Hat so seine Vor- und Nachteile. Okay, da sehen wir hinten hier den Stun. Ah, Blue Stacks. Ja. Also ich denke, sie macht sich ganz gut in dem Team, wobei jetzt hier, wir sind noch nicht auf ein gegnerisches SK-Team, ja, das sollten wir ja auch gut wegrocken. Perfekt. Wir sind noch nicht auf ein gegnerisches Golem-SK-Team gestoßen, vielleicht jetzt? Nee, auch wieder so ein Low-Team. Zack, das ist dann. Ja, dann ist der Kampf vorbei. Wenn jetzt dann erstmal da ist, beziehungsweise gegen so ein schwaches Team in Anführungsstrichen, macht es einen guten Job. So, der letzte Kampf. Oh, vielleicht kriegen wir noch einen höheren. Ja, Golem. Ich vermute mal, wir spielen es mal so und gucken mal, wie sie sich gegen den anderen Golem behauptet. Ah, schade, kein SK dabei. Okay, da ist der Stun. Oh, ich habe gar nicht gesehen, ob der Golem auch gestunt wurde, wirklich. Ah, naja, muss ich nochmal in der Wiederholung gucken. Aber sieht soweit ganz gut aus. Da oben tankt sie den Ork. Ah, könnten aber tatsächlich ins Timeout laufen. Okay, da hat der SK die Pixie. Jetzt ist der Golem dran. Down, okay. Haben wir geschafft. Also alle Kämpfe mit ihr gewonnen. Ach Quatsch, war der erste. Dreadrake, ja, okay, aber unser Dreadrake pockt zuerst. Das soll es gewesen sein. Super. Also wie gesagt, ich finde, der Held macht mega Laune. Sehr starker PvP-Held. Ich denke, auf Doppel-Evo mit einem Golem im Team schnetzeln die alles ordentlich weg. Ansonsten kann man sie gut in der Arena spielen. Ist nicht zu OP. Also hat, finde ich, IGG einen guten Job gemacht, so einen so mittelstarken Held rauszubringen, den man sinnvoll einsetzen kann. Ich werde sie nochmal beim World Boss bzw. Archdämon probieren, sobald wir aber wieder freigeschaltet ist. Aber da seid ihr früher dran. Und ich bin gespannt, ob ihr da eine Taktik findet, die gut funktioniert. Ansonsten war es das erstmal von mir. Euer Mante. Tschüss!